So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 18 in der Liverpool-Karriere. Ja, wir befinden uns quasi vor dem Spiel gegen Manchester United. Das letzte Spiel ging ja nochmal richtig gut aus für uns. Ich muss gerade nochmal erst vorbereiten, wie immer gegen Bournemouth haben wir gespielt, genau, 4-2 gewonnen. Defensive läuft noch nicht ganz so auf 100%, wir sehen es auch an der Seite oben, haben wir nur 3 von 5 Punkten hier. Ist momentan noch nicht ganz so on point, aber ich denke, das wird schon über die Zeit werden. Heute gegen Manchester United ist natürlich so die Sache, eigentlich bräuchten wir eine sehr gute Defensive heute. Weil Manchester United wird echt nochmal eine ganz andere Hausnummer werden als die Gegner, die wir bis jetzt hatten. Manchester United ist auch mal eine Mannschaft, die stärker ist als wir. Wird schwer, aber vielleicht sind wir der Underdog, der den Großen da richtig wehtun kann. Salah und Firmino immer noch nicht bei 100%. Werden heute trotzdem spielen. Ich weiß, Sturridge ist einfach unser Mann momentan, aber auf lange Sicht ist dann doch, denke ich, Firmino im Sturm die bessere Alternative oder der bessere Stammspieler. Sturridge ist ja immer noch so der, auch in der Vorbereitung war er das, der Ultra-Joker. Ja, er hat so viele Tore gemacht, wo er einfach nur reingekommen ist. Unglaublicher Mann. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, er macht das heute wieder und ich hoffe, er kommt auch heute zum Einsatz. Unsere Verletzten sind immer noch nicht ganz wieder da. Klein, jetzt weiß ich endlich, dass er wirklich Klein ausgesprochen wird. Lallana und Coutinho immer noch verletzt. 2 Wochen ungefähr noch, Klein und Coutinho. Klein sogar etwas mehr als 2 Wochen. Lallana noch 37 Tage. Das dauert noch ein bisschen, bis wir den wieder haben, aber ich freue mich erstmal wieder auf Coutinho. Der natürlich dann erstmal wieder zurückkommen muss. Der hat nur noch eine 72 momentan. Kriegt so viel abgezogen. Das ist echt krass. Und da müssen wir echt mal gucken, dass der Junge wieder zurück zu seiner alten Form kommt. Denn wenn er das tut, dann würde er auf jeden Fall ein Spieler, der ultra wichtig wird für uns. Aber gehen wir erstmal jetzt ein bisschen auf eure Kommentare ein. Denn der Finn hatte gesagt, wir sollen doch mal A- und B-Jugend in England scouten. Finde ich eine ziemlich gute Idee. Tun wir auch. Habe ich jetzt gerade hier unseren schottischen Scout für abgestellt, dass er mal ein bisschen in England die A- und B-Jugend in der ersten und in der zweiten Liga scoutet. Und ja, vielleicht kriegen wir da noch den einen oder anderen guten Spieler her. Ich hatte schon mal versucht, ein paar Leute abzuwerben. Hat aber nicht ganz geklappt für unsere zweite Mannschaft. Aber vielleicht können wir da im Winter ja noch ein bisschen was machen. Dann hatte der Jan gefragt, ob ich nicht mal das Stadion oder den Stadion-Editor zeigen kann. Ich weiß nicht genau, warum. Ja, weil, ich weiß nicht, der ist eigentlich für mich so unwichtig wie sonst nichts, weil ich einfach das Stadion nicht baue. Wir sehen hier Anfield, mega geil. Ja, auch ungefähr so ziemlich gut gemacht hier in dem Editor. Hier könnt ihr halt das Stadion ausbauen, aber wer baut denn bitte Anfield um? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt auch so noch nie wirklich damit beschäftigt. Ich habe noch nie mein eigenes Stadion gebaut. Ich habe das immer generieren lassen. Von daher kein Plan, ne? Da kann man dann eigentlich, kann man sich hier wirklich sein Stadion von Grund auf selber bauen, aber ich habe es halt wirklich noch nie gemacht, noch nie. Das ist halt der Stadion-Editor, könnt ihr ganz gut in 3D auch gucken, wie dann euer Stadion aussieht, aber ja, wie gesagt, noch nie benutzt, noch nie verwendet. Ich mache das dann eigentlich immer, wenn ich ein Stadion baue, mache ich hier auf Stadion Neubau, gehe in den Editor rein, und sag dann, weil dann habt ihr hier nämlich ein komplett leeres Stadion, dann gehe ich hier auf Architektenvorschläge. Und hier kann man eigentlich dann, kann man die Art auswählen vom Stadion, dann kann man Luxus normal, entscheidet halt den Preis und wie es ausgestattet ist. Wie viele Reihen hier reinkommen sollen. Ob man eine große Haupttribüne hat. Und dann hat man, kriegt man hier auch angezeigt, wie lange das dauern wird. Wie teuer das Ganze wird. Alles sowas. Ne? Aber das wollen wir jetzt nicht machen, weil wir haben Anfield und wir brauchen eigentlich nicht viel erstmal mehr als Anfield. Ich sehe gerade 666 Plätze in den VIP-Tribünen. Und hier sind 2 Plätze mehr. Wow. Wow. Gut, dann das nächste, der R2. Guter Mann, Grüße gehen raus. Sagte, ich bin ein Lappen, weil ich viel zu lange für die Folgen brauche. Und nur ein Match pro Folge schaffe in einer halben Stunde. Grüße gehen raus an R2. Dann, Leisten sagte, ja, wir sollen mal Promise, muss ich ihn richtig schreiben, Quincy Promise von Moskau beobachten. Sehr, sehr guter Mann. Danke für den Tipp. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Machen wir. Natürlich.
Für rechts außen eher ein Mann, für rechts oder links außen eher. Aber er ist halt auch noch nicht so teuer, ne? Dadurch, dass er bei Spartak spielt, ist er echt nicht so teuer. Vielleicht ist das ein Mann, ist zwar schon 25 Jahre alt, aber ist ein Mann vielleicht für die Zukunft. Und warum ändert sich jedes Mal... Ach, das ist die zweite Mannschaft, alles klar, gut. Zweite Mannschaft, wir wollen aber wie die erste Mannschaft spielen, auch in der zweiten Mannschaft. Wir müssen hier gerade mal gucken. Ja doch, jetzt ist hier alles übernommen. Keine Ahnung, er hat letztes Mal noch die Aufstellung geändert. Und dann meinte Nini, hat geschrieben, dass wir doch die jungen Leute in die zweite Mannschaft packen sollen. Machen wir, sobald wir die Verletzten wieder zurück haben und eh ein bisschen Überschuss im Kader haben. Da werden wir auch die jungen Leute in die zweite Mannschaft packen. Das ist so ein Woodburn und ein Gomez und ein Arnold, Solanke, dass die alle in der zweiten Mannschaft zu Einsätzen kommen. Ich habe ja auch eingestellt, glaube ich zumindest, dass die zweiten Mannschaften ihre eigene Liga haben. Nee, Premier League. Doch, ich glaube ja doch, dass die Mannschaften alle untereinander spielen, habe ich eingestellt. Das ist besser, finde ich. Gebe ich euch auch den Tipp. Finde ich sogar viel, viel besser, dass quasi die ganzen zweiten Mannschaften eine eigene Liga bekommen. Finde ich sehr, sehr gut, dass man das einstellen kann. Und wir werden jetzt gerade nochmal in die zweite Mannschaft reingehen, weil ich mich ein bisschen wenig bis jetzt darum gekümmert habe. Werden mal gerade schauen, dass wir vielleicht noch 12 Tage Trainingslager hier mal reinhauen für die zweite Mannschaft und dann auch mal Freundschaftsspiele organisieren für unsere zweite. Denn die soll ja auch was zu tun haben, ne? Dann, ja, hier die Regelungen. Ja, kann man eigentlich so lassen. Na, dann haben wir hier die Aufgaben. Die lassen wir auch vor jedem Spiel aktualisieren. Und, ja, dann haben wir das. Gut, dann sind wir auch fertig mit euren Kommentaren. Nochmal dickes Dankeschön, Leute, für euren dicken Support. Bei diesem Projekt hier sehr, sehr geil. Die Aufrufe sind einfach gigantisch. Die Daumen sind gigantisch. Und eure Kommentare machen echt Spaß zu lesen. Auch wenn ich schon dafür kritisiert wurde von jemandem, glaube ich, dass ich nicht sofort auf jedes Kommentar eingegangen bin. Verzeiht mir das, ja. Keine Ahnung. Ich habe halt nicht immer Zeit, direkt auf jeden Kommentar, vor allem wenn es so viele sind, einzugehen. Aber ich werde auf jeden Fall eure Kommentare alle lesen und auch auf jedes Kommentar eingehen oder kommentieren oder dann in der Folge drauf eingehen. Also hier kommt keiner zu kurz. Und ihr müsst nicht denken, dass ich eure Kommentare ignoriere. Gut, gehen wir rein, würde ich sagen, in das Spiel gegen Manchester United. Es wird ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, ein sehr, sehr intensives Spiel, denke ich. Und ja, ich würde sagen, go, go! Wir spielen auch wieder heim. Also, wir haben vielleicht den Vorteil, dass wir unseren Heimbonus haben. Schauen wir mal. Ne? Robertson heute auch in der Stammelf. Na, habt ihr ja gesagt, soll ich mal machen. Gehen wir rein, würde ich sagen. Bis gleich. So Leute, willkommen zum dritten Spieltag der Premier League. Wir sind heute dran gegen Manchester United. Und ich laber schon wieder über das Never Walk Alone. Ich muss erstmal dran denken, dass ich das hier am Anfang mal laufen lasse. Wir sind heute mit drei Spitzen sehr offensiv. Karius heute im Tor, haben wir ja gesagt. Wollen wir einsetzen öfters. Martial versucht über links. Doch Emre Can läuft den Ball ab. Emre Can fühlt sich ja nicht immer so ganz wohl auf der Rechtsverteidigerposition, hat man in den letzten Spielen gemerkt. Ist aber eher so unsere Notlösung momentan. Ne? Also sobald Klein wieder fit ist, ist da auch Klein angesiedelt und Can gucken wir mal. Mata läuft jetzt in Richtung Strafraum, findet keine Anspielstation, doch dann die Überraschung. Außerdem nicht spielt er auf Mata, der mit dem wunderschönen Heber auf Lukaku, der setzt sich robust gegen Matip durch, schirmt den Ball schön ab und schießt, trifft aber nur die Latte, haben wir mega, mega, mega Glück gehabt. Wir sagen aber jetzt mal, geht drauf und wir sehen United direkt mal eine andere Klasse als die, gegen die wir bis jetzt gespielt haben. Martial wieder sehr, sehr wichtiger Mann, sehr, sehr gefährlicher Mann. Momentan wirken wir so ein bisschen überrascht, finde ich. Can setzt sich im Laufduell gegen Mata seinen Ellenbogen ein, wird zu Recht verwarnt, kriegt die gelbe Karte. Und offensiv geht bei uns momentan noch überhaupt nichts. Lukaku kommt über rechts, zunächst wird der Angriff abgeblockt, doch der kriegt erneut die Chance, kommt in den Fünferraum zu Martial, der reagiert etwas schneller als Henderson, schiebt unten in die Ecke ein, 1:0 Manchester United, das ging verdammt schnell, das wollen wir nicht, das freut uns überhaupt nicht und wir kommen momentan gar nicht aus der Defensive raus. Jetzt mal die Möglichkeit,
direkt nach dem Tor. Sané geht über die linke Seite durch, schlägt den Ball flach nach innen. Dort lauert Firmino, der den Ball wie ein Bomber annimmt. Herauskommt aber nur ein harmloser Roller. Weit am Tor vorbei, kein Problem für De Gea. Und wir merken direkt, Manchester United ist eine ganz andere Liga als die Vereine, gegen die wir bis jetzt gespielt haben. Herrera hat sich hier verletzt, muss vom Spielfeld. Kreuzbandriss, oh mein Gott. Lange, lange Pause jetzt für Herrera. Richtig, richtig Pech für ihn. Verletzt sich einfach. Gute Besserung. Gehen da raus. Fellaini kommt rein. Mr. Afro himself. Und ja, wir müssen erstmal so ein bisschen klarkommen. Firmino legt steil auf für Salah. Doch De Gea hat aufgepasst. Wann tut De Gea das mal nicht? Klärt 25 Meter vom eigenen Tor. Also, das ist echt ein Keeper, den wir überwinden müssen. Aber wir sehen, englische Liga momentan geht nicht ganz so viel bei uns in der Mannschaft. Nächste Möglichkeit hier für Manchester United. Schöne Kombination. Mata zieht ab, trifft. Stand aber im Abseits. Glück für uns. 18 Meter Schuss wird darauf noch abgefälscht. Eieiei. Also wir müssen hier erstmal so ein bisschen klarkommen gegen Manchester United. Das Gegentor sehr überrascht, oder was heißt überrascht, das hat sich abgezeichnet. Wir sind generell sehr, sehr überrascht vom Gegner und ich würde sagen, der Co-Trainer entscheidet jetzt. Das liegt voll bei ihm, er motiviert hier die Defensive, motiviert ein bisschen die Offensive. Wijnaldum und Salah werden hier motiviert, massiert wird hier auch ordentlich und ich würde sagen, wir gehen weiter. Henderson mit der 5, momentan vielleicht. Ja, vielleicht, wir gehen mal auf Konter. Wir stehen ja eh fast nur hinten drinne. Ich würde sagen, wir machen mal das Konterspiel rein. Denn vielleicht gelingt uns darüber ja noch ein, zwei Sachen. Gehen wir weiter in die zweite Halbzeit. Und versuchen hier mal über das Konterspiel zu kommen. Aber ich sehe, Fellaini spielt sehr mannschaftsdienlich, passt auf Martial, der selbst zu schießen. Martial verzieht aber. Ja, und wir müssen jetzt hier lauern auf unsere Möglichkeit, denn gegen Manchester United ist da spielerisch momentan nicht ganz so viel möglich, wie wir sehen. Wir lassen unsere Leute auf der Bank noch schon mal aufwärmen. Vielleicht, dass wir gleich so den ein oder anderen Wechsel machen. Aber wir kommen einfach nicht raus momentan. Wir werden jetzt auch schon mal wechseln. Ich würde sagen, es tut weh. Aber wir müssen mal gucken. Wenn wir jetzt Henderson auswechseln, kann Milner noch Wir haben auch keinen wirklichen Rechtsverteidiger mit dabei. Moreno könnte noch Rechtsverteidiger spielen. Das Problem ist, wir haben momentan echt keinen Defensiv-Mittelfeldspieler, der da gut übernehmen könnte. Buric würde ich eigentlich eher nur zentral einsetzen. Wijnaldum. Ja, Wijnaldum ist eigentlich auch eher nur so der Offensive. Ah, das ist schwer. Martip ist auch nur. LeBron ist auch nur und Robertson ist halt für die linke Seite. Ich würde halt gerne Henderson rausnehmen. Der ist auch schon ziemlich müde und kommt nicht so klar, dass Chan vielleicht ins defensive Mittelfeld geht. Aber Moreno jetzt als Rechtsverteidiger aufzustellen, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Die Sache ist, wir müssen irgendwas tun. Ich würde sagen, wir machen mal was in der Offensive. Wir holen mal Firmino raus, darauf kommt Sturridge rein. Der hat sich ja immer oder war immer für die ein oder andere ganz gute Möglichkeit zu haben. Machen wir erstmal nur den Wechsel. Ist natürlich jetzt gerade echt mies, ne, wie es bei uns läuft. Aber Manchester United ist natürlich ein Gegner. Gegen den kann man verlieren, aber es soll halt nicht die Ausrede sein. Louvrain geht da etwas plump im Zweikampf in dem Strafraum, bringt Lukaku zu Fall, gibt aber zum Glück keinen Elfmeter. Eieiei. Also jetzt haben wir hier auch noch, jetzt werden die Nerven langsam schwach. Weiter Einwurf von Blind auf Mkhitaryan, der verlängert auf Lukaku. Der ist einen Schritt schneller, der Ball geht an den Innenpfosten, unerreichbar über die Linie. 2:0 oder 0:2 Manchester United. Lukaku. Freut uns natürlich wie immer nicht. Und ich finde beim 0:2, Rashford kommt jetzt rein für Mata. Kann man diese Sache hier auch mal durchziehen. Emre Can, Moreno geht dann auf rechts. Henderson geht raus mit der 5. Ich weiß nicht, das kann man einfach nicht so wirklich rechtfertigen. Dass der dann noch weiter auf dem Platz ist. Wobei wir einen Durchschnitt von einer 4 haben auf dem Platz. Die ganze Mannschaft ist heute nicht wirklich gut. Also von daher kann man das eigentlich jetzt auch mal rechtfertigen.
den da rauszuholen. Damian kommt noch rein für Blind auf der Linksverteidigerposition. Und es sieht so aus, als wären wir hier knallhart die schlechtere Mannschaft. Also wir sind eindeutig die schlechtere Mannschaft. Eindeutig. Ich sage jetzt auch mal alles nach vorne, Leute, weil wir müssen jetzt riskieren. Ob wir jetzt 2-0 oder 3-0 verlieren, wenn wir aufmachen, ist scheißegal. Aber so ein Tor würde ich gerne noch sehen. Sané mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Flanke kommt hoch und weit, genau auf die Brust von Sturridge. Legt in sich zunächst vor, schießt dann trocken in den Winkel. De Gea hebt die Hände hoch. 1-2 Anschlusstreffer, Leute. Und jetzt sind wir nochmal wieder drin. Und Sturridge wieder der Joker. Ich sage es immer wieder, oder hab's oft schon gesagt, Sturridge 1A Joker, ja. Der Typ kommt rein und direkt bam drinne. Sehr schön. Tritt aber vorbei, muss chancenlos zusehen, wie der Ball ins leere Tor rollt. Ganz, ganz bitter. 2-2. Laporte. Bester Mann. Laporte macht den rein. 2-2, Leute. Und wir haben hier nochmal die Möglichkeit. Daniel Sturridge lässt Bailey im Strafraum aussteigen, kommt frei zum Schuss. Landet aber direkt in den Arm von De Gea. Und wir sind hier nochmal dran, Leute. Wir sind hier nochmal dran. Wir machen jetzt nochmal den Wechsel. Würde ich sagen, kommt nochmal. Salah geht raus. Chamberlain kommt rein in der Offensive. Machen wir nochmal unseren dritten Wechsel. Was zur Hölle? Aus dem Nichts jetzt. 2-2. Oh mein Gott, ich bin gerade echt sehr überrascht darüber. Und wir haben nochmal die Möglichkeit jetzt, also die Schlussphase gehört uns. Wir kommen übers Late Game. Flanke von Mané kommt hoch in den Strafraum. Wijnaldum köpft den über De Gea hinweg, aber Bailey schlägt den Ball noch von der Linie. Ah, da wäre fast das 3-2 gewesen. Oh nein. Schlusspfiff, 2-2. Wir trennen uns mit einem Unentschieden, obwohl wir bis zur 75. Minute eindeutig die schlechtere Mannschaft waren. Aber was zur Hölle, wir hätten das Spiel sogar noch rumreißen können. Wenn das hier, was für ein Krimi in den letzten Minuten. Da holt Bailey den einfach noch von der Linie. Wir hätten das sogar fast gewonnen, Leute. Konterspiel hat es auf jeden Fall gebracht. Das Eigentor sehr glücklich. Wir gehen weiter in den Nachbericht. Und schauen uns das Ganze an auf dem Papier. Was zur Hölle ist denn heute passiert? Was war das für ein Spiel? Sturridge wieder ultra geiler Joker. Ja, denke ich, werden wir auch weiter so machen mit Sturridge als Joker. Natürlich, wir werden jetzt von der Form her ziemlich mies drauf sein. Aber was waren das jetzt für ein Schluss? Was waren das jetzt für Schlussminuten? Da machen wir das echt vor Ende noch auf 2-2. Unglaublich. Die Statistik vom Spiel. Wir waren bisschen die schlechtere Mannschaft auf jeden Fall. Also spielerisch waren wir auf jeden Fall die schlechtere Mannschaft heute. Wir haben uns zum Glück noch zum 2-2 gerettet. Unentschieden macht für uns momentan den dritten Platz. Mit 7 Punkten stimmen. Zitat des Tages von Ronald Koeman von Everton. Ich habe Wayne Rooney beim Warmmachen beobachtet. Er war heiß. Und wir haben gesagt, insgesamt war es ein gutes Spiel. Das Unentschieden, denke ich, geht in Ordnung. Mit etwas Glück hätten wir auch noch gewinnen können. Aber auch Manchester United hätte gute Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Mourinho sagt, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Auch die Abwehr hat gut gestanden. Wir konnten das in der zweiten Halbzeit leider nicht fortsetzen. Ich denke aber, dass wir das Remis mehr als verdient haben. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr glücklich gewesen, das Remis. Und vielleicht auch ein wenig unverdient durch das Eigentor, aber wir nehmen das natürlich ultra gerne mit. Ey, was zur Hölle. Selten so ein geiles Spiel gesehen noch. Vor allen Dingen für uns. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Natürlich keiner von uns dabei. Laporte in der Mannschaft der Woche trotz seinem Eigentor war sehr, sehr unglücklich. Eieiei. Wir waren heute nicht gut. Überhaupt nicht. Manchester United, wenn wir alleine mal gucken, was der Notenunterschied ansagt. Es ist so komisch, dass wir unentschieden gespielt haben, aber wir nehmen das mit. Sturridge immer noch mit 6 Toren, Torschützenkönig. Ja, unglaublich. Unglaublich, Leute. Unfucking fassbar. Gucken nochmal auf Fairplay, sind wir immer noch Vierter. Arsenal und West Ham haben beide noch keine Karten kassiert. Und ich würde sagen, wir gehen weiter und gehen hier direkt mal wieder auf Pause, denn
Heieiei. Statusbericht: Verletzungen, 13 Tage. Coutinho noch verletzt, 5 Wochen. Ist Lallana noch verletzt? Ings ist noch 13 Wochen verletzt. Ich denke, Ings werden wir auch irgendwann abgeben, wenn er wieder fit ist. Und Klein noch 2 Wochen. Klein kauft sich Luxusauto. Bei dir 2 Moralpunkte. Warum machst du sowas? Was ist denn los mit dir? Der ist übrigens auf einer 66 nur. Ach du heilige Mutter Gottes. Also da wird es ein bisschen dauern, bis die Leute wieder sind. Nati, sehen wir jetzt das Talent? Könnten wir holen für unsere zweite Mannschaft? Müssen wir mal gucken. Nati, auf jeden Fall ein guter Spieler für die Zukunft. Müssen wir mal schauen. Denke, passt ins Konzept der Mannschaft, Nati. Und auch vom Talent her passt er auf jeden Fall in die Mannschaft rein. Wir haben ja eigentlich mit Coutinho nur einen, der über 8 Sterne ist. Von daher 7, 8 Sterne ist so ungefähr unser Milieu hier. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Folge. Auf jeden Fall. Also das Spiel, das war gut. Also glücklich. Nicht gut, aber glücklich für uns. Henderson hat auch nicht so sehr darunter gelitten, dass er jetzt eine 5 hatte. Finde ich auch sehr gut. Die Form der Mannschaft geht noch vollkommen fit. Und ich würde sagen, Leute, danke für euren Support nochmal. Ja, ihr macht das hier riesig, das Ganze. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und schaut auch bei den anderen Projekten vorbei. Schaut auch natürlich bei den anderen Leuten vorbei, ne? Ihr könnt mal links an meinem Kanal gucken, rechts an meinem Kanal gucken. Da ist auf jeden Fall sind noch ein paar Leckerchen. Zum Beispiel der Krauer, der hier bei FM-Zocker ordentlich die Spielerbilder mitmacht. Also er ist auch einer der Leute, dem ihr es zu verdanken habt, dass wir hier so geile Spielerbilder haben. Oder beim Kalle vorbeigucken und allen anderen, die da an der Seite stehen. Ja, würde mich echt freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht euch einen schönen Tag, einen schönen Montag. Ciao.